Sag das nochmal, was du gerade gesagt hast. Hier soll irgendein Betrüger unterwegs sein und das werden wir jetzt auf jeden Fall mal abchecken. Aber ich brauche nochmal einmal ganz kurz die Info, wo war das? Das war auf CB3, der Kerl heißt Ethera. Wie zieht er die Leute ab? Der scammt, der beleidigt, der verarscht die Leute, der trollt die Leute. Okay. Musst du mal aufpassen, der hat eventuell irgendwie einen Hack, dass der die Admins erkennt. Auch noch ein Hacker hier. Okay, ja. Das ist eine sehr interessante Sache. Da müssen wir auf jeden Fall nachgucken und ein bisschen aufpassen. Ich mache mich auf den Weg, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich einen Undercover-Account habe, der unerkennbar ist. Gut, da unten ist der Betrüger. Oh mein Gott, ich muss ein bisschen aufpassen, dass er mich nicht sieht. Ich will mich nämlich erstmal hier ein bisschen umgucken, was er denn angeblich macht, weil er hat, soll irgendwie ein Casino oder so haben, beziehungsweise er soll die Leute immer einzeln mit unterschiedlichen Sachen abziehen. Hier sollen ein paar mehrere Sachen sein, haben wir ja gerade schon gehört, aber erstmal ein bisschen umgucken. Okay, er ist im Keller gerade, das heißt, wir können am besten mal hier hochgehen. Beacon hat er auf jeden Fall schon mal, darum hat er den letzten Jahr auch gescannt. Oh mein Gott, oh, den letzten gescannt. Oh, bitte hat er mich noch nicht gesehen. Er ist gerade nach vorne gekommen. Ich gehe aber ganz schnell hier nach oben. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen, sonst wäre er wahrscheinlich schon zu mir gegangen. Letztendlich werden wir erstmal uns das Ganze hier anschauen. Das ist mein Shop. Eure Spenden, okay, hier kann man sogar spenden. Also so einen Typen möchte ich nicht spenden, der angeblich hier alle Leute wegscammt. Aber warum ist dieses Ganze hier erst so verwinkelt? Oh mein Gott. Okay, ich glaube, er hat mich gerade fast schon wieder gesehen. Da hinten ist er. Hier ist immer nur ein Eimer. Kein Betrug, viel Spaß. Hauptgewinn, Spawner. Oh mein Gott, ihr müsst wissen, der Spawner ist... Oh mein Gott, ich glaube, ich bin aufgeflogen. Nee, doch nicht. Okay, er geht hinten oder so lang. Oh mein Gott. Okay, Casino, perfekt. Kein Betrug, okay. Und der Hauptgewinn ist, wie gesagt, ein Spawner. Das ist das wertvollste Nicht-Admin-Item, glaube ich, welches es gibt. Also zumindest einer der wertvollsten. Und er rennt hier die ganze Zeit rum. Ich kann hier gar nichts machen. Oh mein Gott, er hat mich gesehen. Er hat mir Diamanten gegeben, lol. Ich wollte, Casino spielen, schreibe ich einfach mal. Was machst du hier? Schreibt er auch in kompletten Caps. Alles gut, ich will doch hier nur Casino spielen. Er gibt mir hier so ein, was ist das? Was hat er mir gegeben? Eine Ironhoe, okay. Okay, er schreibt doch alles die ganze Zeit in Caps. Was ist denn los mit ihm? Ab 15, ich bin 23. Ich bin 24. Okay, sollte auf jeden Fall reichen. Aber das Wichtige ist, ist hier ein Spawner drin oder nicht? Ich kann natürlich nicht drauf zugreifen. Also, die sind natürlich gesperrt für mich. Aber wie teuer ist denn das überhaupt, dass man hier mitmachen kann? Also, ein Spawner ist auf jeden Fall gerade so 500.000 Dollar wert. Ich bin hier gerade im Unsichtbarkeitsmodus mit meinem Admin-Account. Das heißt, er kann mich hier absolut nicht sehen. Ich will mal überprüfen, ob hier, obwohl, der will gerade spielen, warte. Ich will eigentlich überprüfen, ob da überhaupt ein Spawner drin ist, aber ich glaube, der will schon spielen. 250k pro Runde? Okay, ich muss mir Geld geben. 250.000 pro Runde wäre schon, war ein Diamant. Er hat aus Versehen drauf gedrückt. Gib dir den Diamanten mal wieder. Keine Ahnung, was bei ihm hier los war, aber da war ein Diamant drin. Hat er da drauf gedrückt und da war ein Diamant drin? Ein Diamant ist 50 Dollar oder so wert. Und ich soll 250.000 Dollar pro Runde zahlen. Jetzt pay endlich. Digga, der ist richtig aggressiv. Was ist denn los bei ihm hier? Pay. Er tötet mich gleich. Also, bei so jemandem würde ich niemals kaufen. Er setzt mich richtig unter Druck. 250.000, ja, ist doch gut. Hier, er hat jetzt sein Geld. Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich aussuchen, welches Slot ich nehme. In die 2, also die hier. Das ist die hier, wo ich vorstehe. Die 2. Bitte irgendwas Gutes. Dirt? Nee. Was ist da drin? GG Dirt? Dirt ist nichts wert, gar nichts. Das ist auf jedem Plot mit 1000 Stück. Du kannst noch verdoppeln. 500k, 2 Runden. Das ist doch jetzt schon Betrug. Ja, okay, ich würde es jetzt nicht mal unbedingt als Scam bezeichnen. Wenn da wirklich ein Spawner drin ist. Jetzt schenkt er mir hier noch irgendwas. Ja, für 250.000 kann man mir auch einen Eisenhelm schenken. Ich habe mir jetzt nochmal 250.000 gegeben. Er schlägt mich schon wieder. Wie unvertrauenswürdig ist das? Joint gerne mal auf Free Fire Games. Das sind nicht alles so welche komischen Leute. Aber wenn ihr auch so welche Leute trefft, dann haltet Abstand von denen. Und tradet am besten gar nicht mit denen. Okay, Itaro 52, 1, 2, 3. Hab doch bezahlt. Ja, ist doch gut, Kollege. Das ist ja so ein komischer Typ. Ich habe bezahlt. 250.000. Gibt er mir jetzt den Spawner oder wo gehen wir hin? Also, Leute, ist das jetzt schon Betrug oder nicht? Ja, ich wurde noch nicht abgezogen, Leute. Ich würde sagen, dass ich noch nicht abgezogen wurde, wenn ich jetzt noch irgendwas bekomme. Ob es jetzt negativ oder positiv ist, ist jetzt natürlich was anderes. Aber ich nehme jetzt mal Slot 4. 4. Nämlich die hier, wo ich jetzt vorstehe. Was bekommen wir jetzt, Leute? Was bekommen wir jetzt? Irgendwas Gutes. Vielleicht ein Spawner. Hä? Setzt er das jetzt noch um? Was macht er da? Hä? Slot 4? Ja, da stand doch nur Plot 4 dran. Ich bin doch einfach nur... Slot 2? Hä? Und das zu Plot 4? Nein, war da der Spawner drin? War da der Spawner drin? Und der... Er drückt jetzt nicht die 4. Und da ist jetzt wieder der Dirt drin, oder was? Okay, nee, ich muss jetzt mit einem... Ich guck jetzt mit einem Account. Ist hier jetzt irgendwo ein... Da ist ein Beacon drin! Ein Beacon ist aber auch nur 5k oder so. Wäre wahrscheinlich eher ein bisschen weh...
Endportalrahmen ist 20k wert. Hier ist halt nichts mehr drin, aber die hatte ich ja auch gerade. Und Emerald Block. Aber wo ist der Spawner? Das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo ist der Spawner? Also 20k ist das maximale Item, was man hier bekommen kann. Man soll 250k bezahlen. Und das Beste sind 20k, was man rausbekommen kann. Das ist der übelste Scam. Was macht er denn mit mir da eigentlich da unten gerade? Hä, wo bin ich denn jetzt? Plot 4, das ist ein anderes Casino. Hat er mich jetzt in ein anderes Casino gebracht? Nein. Das ist das richtige Casino. Ich gucke auch direkt mit meinem Account. Das ist mir zu dumm. Was hat denn der hier alles für komische Casinos? Hä? Hier ist ja aber gar nichts. Was ist das denn für ein Casino? Hier ist gar keine Schaltung. Das kann gar nichts. Wenn ich da bezahle, bekomme ich nichts. Zum Bannershop. Teilnehmen $50. Zuschauen gratis. Gewinne stehen da hinten. Erster Platz, einen Banner. Ich will doch jetzt kein Banner haben. Ich will einen beschissenen Spawner haben. Digga, also der Typ macht mich gerade ein bisschen sauer und das ist ein Scammer. Ich schreibe ihn das jetzt. Ich schreibe ihn jetzt, dass er ein Scammer ist. Du bist ein Betrüger. So, wir haben es ja eh schon herausgefunden. Pay, nein, nichts bezahlt, gar nichts hier. Vor allem ein PvP an. Nein, ich kann mich einleben. Oh mein Gott. Jetzt lacht er mich auch noch aus. So ein Loser. Jetzt fängt er mich auch noch an zu beleidigen. Also was ist das für ein Spieler? Also das macht mich gerade wirklich sauer. Aber zum Glück bin ich ein Admin und kann mich leicht dagegen wehren. Ihr solltet das Ganze auf jeden Fall melden beim Scammer da und so weiter. Da gibt es coole Sachen auf Reefer Games, die dagegen ankämpfen. Gegen so welche Scammer. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall geben. Danke für den Kopf. Ich hatte wahrscheinlich noch ein paar Sachen im Inventar. Ich hatte ja auch die ganzen Diamanten und so weiter im Inventar. Du Betrüger. Da sind keine Spawner drin, oder? Also ich weiß es natürlich, dass da keine Spawner drin sind. Er wurde auch gescammt. Kern draus. Scheiß Opfer nennt er mich. Oh mein Gott. Ja, okay, das ist vorbei. Das ist wirklich vorbei. Wir kommen mit dem Admin-Account. Das reicht mir. Hier haben wir auf jeden Fall einen Betrüger. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was hat denn der hier überhaupt alles noch stehen? Die Scammerliste. Okay. Hier hat er. Warte mal, hier hat er eine Scammerliste von den Leuten, die scammen. Aber du bist doch selber ein Scammer. Vor allem hat voll viele Items und so weiter hier. Auch so Anfänger-Items. Die hat er wahrscheinlich Anfängern alles abgezogen. Hier Banner und so weiter hat er alles. Was macht man mit so welchen Leuten? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, was wir in Zukunft mit so welchen Leuten machen. Also vielleicht habt ihr noch irgendwelche coolen Ideen, was wir mit so welchen machen können. Der muss auf jeden Fall lernen, dass sowas nicht geht. Das heißt, wir setzen auf jeden Fall einiges an TNT hier hin. Replace TNT. So. So läuft das. Was macht er gerade? Versucht er das noch irgendwie abzubauen hier oder so? Ah, okay, er versucht es wirklich abzubauen. Eieiei, das kannst du doch gar nicht mehr retten, Kollege. Das kannst du nicht mehr retten. Hier, zack, Explosion True. Ah, er hat sogar versucht zu deaktivieren. Ripex, du Scheiß. Ah, ja. Beleidige mich ruhig. Gar kein Problem, Kollege. Und dein Inventar nehme ich mir auch noch weg. Dein Geld wird natürlich auch entzogen. Also das kläre ich gleich auch noch. Dass er hier bloß nicht auf die Idee kommt, irgendetwas zu sichern. Oder irgendwie einen Bit Plus hier rauszugehen aus der ganzen Geschichte. Dein Casino ist gesprengt, Leute. Reaper Games ist wieder ein bisschen sicherer geworden. Er versucht jetzt hier noch seine Items zu saven. Aber die werden nachher eh automatisch gelöscht. Haha, hab noch mein Beacon. Jetzt nicht mehr. Viel Spaß. So, na gut. Dann würde ich sagen, haut rein, bis dann und ciao, ciao.